Und da sehen wir ihn, den Mann mit 16 Toren in 13 Spielen. Wir könnten Geschichte schreiben, vielleicht schon in diesem Spiel. Jetzt kommt nämlich das Drittligaspiel der SC Verl zu Gast beim VfB Lübeck. Ja, Rolf Fuß und Frank Buschmann sind nicht da. So, wollen wir nochmal gucken. Wie wir uns hier gegen und abseits. Nee, doch nicht. Wieso nachlässiger Pass? Der war gut. So, druff, druff, druff. Immer man druff. Lübeck steht relativ im Tabellenkeller. Ah, holla, die Waldfee. Perfekt. Nicht so perfekt. Naja. Wir hoffen auf jeden Fall wieder auf ein Tänzele. Meinerseits. Okay, wunderschön. Das offensivstärkstes Team. Und Tor. Tänzchen. Buka, chaka, uka, laka. Ui, ui, ui. Ja, also hätte ich zu ihm gesagt, er soll mir einen Lauf spielen, glaube ich, wäre der Torwart direkt davor gewesen. Also ein richtig schönes Abstaubertor. Schönes Ding. So muss das sein. Tor Nummer 17 insgesamt. In der 8. Minute direkt das 1:0 für den SC Verl. Und wir spielen immer noch auf Weltklasse. Und nein, höher möchte ich nicht spielen. Haben ja auch schon schließlich ein paar Unentschieden gehabt. Eine Niederlage. Ja, für die dritte Liga sind wir zu gut. So, irgendwie. Und Schuss! Außennetz! Ah! Aber immerhin, der Zug zum Tor ist da. Er hätte auch nicht viel gefehlt. Dann hätte es schon 2:0 gestanden nach so 11 Minuten. Ah, ich muss mich mal ein bisschen bequemer hinsetzen. Ah, ja, so ist schön. Ah, ja. Boah, das ging voll auf die 12. Na, wo wollen wir denn hin, mein Kleiner? Also Lübeck hier richtig. Mit Flüchtigkeitsfehler. Was, wo war das denn jetzt? Abseits? Ah, okay, ja, sorry. Hätte ein bisschen eher spielen sollen. Aber auf jeden Fall keine schlechte Chance. Da hätten wir schon das 3:0 fast auf dem Fuß gehabt. Also wenn der zweite Schuss auch reingegangen wäre. Egal, es steht noch 1:0. Und das ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Ich hoffe, dass die Mannschaft jetzt so meine Spielweise allmählich adaptiert hat. Wo will der denn hin? Also das muss mir auch mal einer erklären, was das jetzt sollte. Auch hier nochmal das 1:0. Einsätze 15, Tore 17. Also 1, noch was an Tore pro Spiel. Das ist auch eine Quote aller Lewandowski. Deswegen, also hier im Spiel muss Joachim Löw mich einfach nomen. So, jetzt erstmal schön Einwurf für den SC Verl. 20 Minuten sind gespielt.
Ja, das war doch klar. Hört mir auf mit Kopfbällen. Das wird nix. Also mit Kopfbällen jetzt. Ja, man darf einen Tag nicht vorm Abend loben. Okay. Oh, Gewaltschuss. Bei dem letzten Spiel gegen Halle waren wir ja auch erst 2-0 hinten. Und dann 3-1 hinten. Und dann habe ich es doch noch hingekriegt. Mit zwei... Das ist eine schöne Glanzparade. Mit zwei Toren noch einen Unentschieden rauszubuxieren. Ach, du ahnst es nicht. Na gut, da kann ich mich schlecht in Position bringen. Ja, das war schön gemacht. Ja, Spiel früher ab. Das wird mir der Trainer jetzt wieder das ganze Spiel über, weil ich einmal den Ball verloren habe, vorhalten. Und sagt er, du verlierst zu oft den Ball. So effektiv einmal. Okay, das war jetzt ein Scheißpass. Egal, man kann nicht immer nur glänzen. Aber Lübeck kommt auf jeden Fall besser ins Spiel. Und das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung. Jawohl, schön dazwischen gegangen. Sehr schön gemacht. Jetzt einfach raus damit. Ja, Einwurf für Lübeck. Naja. Soll mich nicht großartig kratzen. Wir führen immer noch. Aber Lübeck kratzt am Ausgleich. Sie kommen nicht so richtig durch. Und, Boah, da rennen die sich alle auch gegenseitig im Strafraum über den Haufen. Ja, mit Kopfbällen braucht ihr mir nicht kommen, das wisst ihr doch so langsam. Sehr schön. Aber Lübeck ist noch dran, ne? Heiliges Blech. Wieso kriege ich jetzt einen Malus? Das soll mir jetzt mal bitte einer erklären. Achso, wahrscheinlich, weil ich immer R ein... Hä? Was war denn jetzt? So, lauf, mein Junge! Na, okay. Das war Käsekacker. Oh, bitte sehr. Ja, ich weiß, ich soll mir in die Mitte. Ah, die Lübecker stellen die Passwege zu mir. Relativ gut zu. Aber trotzdem, guter Schuss aufs Tor. Trainer sagt auch, ja, begeistert. Den ersten schön ausgedribbelt. Dann einmal fahren wir mit links. Fast schon dem Keeper in die Fresse geschossen. Naja, das war alles, aber nicht das, was es sollte. So, oh. Ja, der hat eine Ähnlichkeit mit mir. Ah, den hat er nicht übelst verhauen. Luyambula. Ah ja. Okay, dann sage ich, ich drücke jetzt gar nicht mehr R1, dann kann das Spiel mich jetzt mal kreuzweise. Sollen sie doch machen. Wie sie es für richtig halten. So, bitteschön. Ich stehe frei! Okay. Ich stand frei. Er stand an einem Weg.
Egal, immer noch 1-0, spannende Partie. Wirklich spannende Partie. Und ich lehne gerade ziemlich entspannt im Sessel. Deswegen nämlich, ich bin tiefenentspannt. So, Magdeburg führt. Ja, Magdeburg, Traditionsverein. 68 München, Traditionsverein. Rest, keine Ahnung. Waldhof Mannheim, ja, auch Tradition. Ich glaube, die sind sogar mal deutscher Meister geworden in den 30ern. Schöne Technik bei diesem Direktabnahmetor. Achso, ja. Ja, ich bin auch sehr, sehr begeistert. Ich muss mal hier ein bisschen mehr Stimmung machen, ein bisschen lauter die Glotze. Ich will die Fans hören. Ja, hallo, ich wollte nach vorne laufen, da hast du mir nicht den Ball zu geben. Noch nicht. In diesem Falle sind wir ganz gut am Haushalten mit unserer Ausdauer. Ja, schön, da stand ein Gegner zwischen. Na, leider vorbei. Und ich weiß, ich stand im Abseits, aber ich wurde ja nicht direkt angespielt, von daher passives Abseits. Na, alles gut. Alter, wo will Yildirim denn hin? Oder will der es jetzt wissen? Oh! Das kann man auch mal pfeifen. Du Pfeife! Ja gut, Lübeck ist aber auch natürlich im Zugzwang, ne? Die müssen Punkte sammeln. Oh! Ich habe meinen Finger schon wieder auf R1 gehabt. Also so gedrückt. Naja. Oh, der Jodobüe, was soll das denn? Soll gleich vielleicht mal ein Happen essen. Oh, meine Herren. Ja, okay, grenzwertig, ganz grenzwertig. Ganz, ganz grenzwertig. Egal, Lübeck wieder in der Vorwärtsbewegung. Mehr oder weniger. Auch in Querbewegung. Schön gemacht, schön gemacht. Ja, passend wäre eine Opposition. Ja, wenn nach vorne keine Anspielstationen sind, ist natürlich doof. Ja, ziehen's breit. Na holla, die Waldfee aber auch. Na, da wäre ich fast auch noch dran gewesen. Aber nur fast. Aber fast heißt hier im Spiel so gut wie gar nicht. Nein, ich soll den Finger von R1 lassen. Müssen sie selber zusehen, dass sie klarkommen. Oh, Sonderangebot im Fanshop. Leute, schlag zu. Ah, nee, Moment, ist Lübeck. Nein, schlag nicht zu. Ja. So, stellen wir da Rüdiger geht. Moment mal, ist das. Und Korb geht und Schwermann. Schüsse. Hebisch 2, meine Wenigkeit 5. Und ein Tor. Oder siegbringende Tor. Nein! Da war der noch dran mit dem Fuß! Boah! Warum schießt der Spieler eigentlich automatisch immer auf den Torwart?
werde ich wohl nie verstehen. Sehr schön dazwischen mit dem Fuß. Bin ich überhaupt? Ach, da. Oh, springen plus eins. Jawohl. Ich hasse es, wenn das passiert. Schade. Schade, schade von Rabbi Hitsch. Den hat er aber auch ein bisschen verzogen. Oh, Rabbi Hitsch geht. Und dafür kommt Schukowski oder wie auch immer heißt. Schikowski. Ah, ich lag gar nicht mal so falsch daneben, dafür, dass ich es gar nicht wusste. Ganz schwach. Und es steht immer noch 1:0 gerade. Wo Fair jetzt in der zweiten Hälfte bisher sehr, sehr viel mehr Dampf macht. Okay, es wird wieder gewechselt. Hätte ja sein können. Ja, schwache Passansage. Sorry. Meh. Gottes Willen, ey, wir haben so viele Möglichkeiten. Schnauze voll, aber drauf. Und Ecke. Immerhin, ich habe aufs Tor geschossen. Naja, Kuddelmuddel. Ich habe einfach draufgehalten. Egal. Nein, ich stehe im Abseits. Oh. Hallo? Wäre ich schon wieder umgeholzt? Was soll denn das? Ja gut, da hätte ich jetzt nur eine Taste drücken müssen und ich hätte einen Ball gehabt. Naja, außer Spesen nichts gewesen. Oh, da sind sie mit den Köpfen zusammengeballert. Ja, wenn man mal die Köpfe zusammensteckt, kommt da nicht zwingend immer was Gutes bei rum. Oh! Jawohl, gut, gut, gut. Egal, ob Ecke oder Peng. Das ist die letzte Ecke im Spiel, Leute. Jetzt nicht nachlassen. Und Ende. Fair mit einem Arbeitssieg. Oh Mann, das hätte viel höher ausgehen können. Aber egal. Oh, die beiden Zwillinge. Gratulieren sich. Egal, wir haben gewonnen und wir haben das Siegtor gemacht. Also, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.